Im Schuppen brennt noch Licht, im See schwimmt noch Fisch, im Buch glänzt noch Gedicht, im Zimmer steht noch Tisch, im Konzert jubiliert noch Gesang und im Bauch sättigt noch Speise. Im Kino reicht uns noch der Rang und im Park, da tanzen Greise. Im Strauch wächst noch Frucht und im Schrank, da hängt mein Hut. Im Meer rettet uns die Bucht und im Aschehaufen wärmt noch Glut. Und das ist gut, so gut. Das ist gut, so gut. Das ist gut. Dankeschön. Beschwören, habe euch tief wachsen hören, will auch gar nicht länger stören und ich sage gut so Möhren. Lasst euch Möhren nicht betören, nicht verstören und ich sage wachset Möhren. Lasst mich euer Wachsen hören und ich rufe Möhren, stören muss aufhören. In Düsseldorf im März, etwa in 2 Meter Höhe, habe ich einen Kasten aufgehängt. Eine halbe Stunde später, Meisen. Meisen sausen, queren Schneisen, weise Meisen müssen reisen. Und sie kreisen, diese Meisen, wenn sie durch die Schneisen reisen. Und sie speisen, diese Meisen, wenn sie in den Schneisen kreisen. Meisen sausen, queren Schneisen, Meisen kreisen, müssen reisen. Das ist mein erstes Ganzkörpergedicht, meine Damen und Herren. Es ist Zeit für einen Limerick. Wenn Sie von Bielefeld über Warendorf nach Münster auf der Bundesstraße 64 unterwegs sind, dann gibt es zwischen Warendorf und Münster einen Ort, der heißt Telgter Sommer. Ein Gänserich aus Telgte sah, wie der Sommer wägte, flog über Paderborn, nicht müde bis Kap Horn, wo er von Telgte schwägte. Ruhrgebiet, auf besonderen Wunsch eines Bottroper Originals. Halde Hilde, Halde war ich, Halde bin ich. Tafel oder Kegelschütt, künstlich aufgeschüppter Hügel. Halde Hilde ist kein Pütt. Halde war ich, Hilde bin ich. Kippe auch auf Bergmannsland, Haldenkörper aufgehildet. Halte ich als Hilde stand. Halde war ich, Halde bin ich, Berge, Abraum, Taubgestein, Halde Hilde ohne Kohle, will nur immer Halde sein. Ich bin sozusagen bilingual wachsend, also 20 Jahre Münsterland, jetzt über 20 Jahre Ruhrgebiet. Ich habe Ihnen eine Geschichte aus dem Münsterland mitgebracht, mit dem Titel Die Kopfweiden, die Anna und die Zeit. Die westwestfälische Isabel Pumpernickel aus Haltern am See, die unter dem Pseudonym Anna Kappes als Kettensägenkünstlerin auftrat, traute ihren Augen nicht, als neulich im März, kurz vor der Ausübung ihrer Kunst mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Kappen von Kopfweiden, das Folgende geschah. Anna war gerade dabei, ihre Säge anzuwerfen, als sämtliche Kopfweiden, die den Bachlauf zwischen Wiese und
und Acker säumten, heftig die Köpfe schüttelten, nachdem sie sich gegenseitig eine Art Karl-Lagerfeld-Zopf aus ihrem Astgeflecht gebunden hatten, soeben entwurzelt auf- und niedersprangen und ihr, der Anna, im Chor unentwegt entgegenschrien: Kopfweidenkappen ist unzeitgemäß. Kopfweidenkappen ist unzeitgemäß. Anna, lass das sein! Isabel Pumpernickel, in Kettensägenkünstlerkreisen als Anna Kappes bekannt, wich 3 Schritte zurück. Schwieg westfälisch, zeitgleich verstört, senkte ihre abgeschaltete Säge, erklomm den grünen alten Fendt-Traktor und tuckerte davon. Vor ihrem Nottulner Atelier angekommen, formte sie aus diesem mit singender Säge schnippschnapp 1, 2, 3, 2 rechts, 2 links einen einfachen Hühnerstall, bestellte tags darauf beim Bauer Clemens Schulze Kusselkopp 2 Paar Grünleger und widmete sich fortan ausschließlich der privaten Hühnerzucht. Kopfweiden mit Karl-Lagerfeld-Zöpfen wurden in der Gegend nie wieder gesehen. Isabel Pumpernickel blieb für den Rest ihres Lebens Isabel Pumpernickel und im Westen Westfalens endete eine Epoche der Kettensägenkunst des Kappens von Kopfweiden. Die Moral, meine Damen, meine Herren, das Zurückschneiden von Kopfweiden ist nur von November bis Februar gestattet, niemals aber im März. Rasfeld in Münsterland gibt es übrigens die Anna Kappes als 2,50 Meter hohe Holzstatue, eine Marktfrau, die von der Holzkünstlerin Uschi E. mit der Motorsäge geschaffen wurde. Also es ist alles wahr, was ich hier erzähle. Wer ist denn hier aus Wuppertal? Ist hier jemand aus Wuppertal? Naja, der Bahnhof ist ja wieder intakt. Wuppertal, ein Traum. Der Schakal im Nettetal denkt, huch, Schakal, ich wette mal, dass der Schakal in Wuppertal im Grunde mal als Jungschakal in Nettetal noch klein und schmal von Wuppertal schon träumte. Ach du liebe Zeit, Hubertus, das war jetzt wirklich ein bisschen schnell. Oh. Könntest du das vielleicht nochmal in Zeitlupe wiederholen, damit wir das verstehen? Weißt, das stand hier so, aber gut. Ja. Also Wuppertal, ein Traum. Der Schakal im Nettetal denkt, huch, Schakal. Ich wette mal, dass der Schakal in Wuppertal im Grunde mal als Jungschakal in Nettetal noch klein und schmal von Wuppertal schon träumte. Bevor ich zu den Wölfen komme, ich habe neulich im WDR morgens um 8 ein Feature, so nennt man das ja, gehört. Da wurde ein Schäfer interviewt und nicht nur die katholischen Priester haben Nachwuchssorgen, sondern auch die Schäfer haben heftige Nachwuchssorgen. Der Schäfer sagte, alle Böcke heißen Hans, alle Schafe heißen Liese. Und ich sage, alle wedeln mit dem Schwanz, alle knabbern an der Wiese. Alle folgen sie dem Schäfer, alle schrecken sie vom Hund, alle mögen keine Käfer, alle sind sie schwarz-weiß-bunt. Alle fürchten sie den Fuchs, alle tragen volle Wolle, alle schmecken sie dem Luchs und so endet ihre Rolle. Alle Böcke hießen Hans, alle Schafe hießen Liese, alle waren voll und ganz einmal Schaf auf einer Wiese. Ich wollte zu den Wölfen kommen, bevor wir gleich zum Unkraut kommen. Die Wölfe sind ja da, auch im Westen, kommen aus dem Osten. Wir haben über 300 Wölfe angeblich in Westdeutschland mittlerweile. Und deshalb heißt dieser folgende 5-Zeiler auch der Wölfe Westerweiterung. Weiße Wölfe in Schafspelzen heulen nachts das Mondlicht an und sie schleichen sanft auf Stelzen westwärts, wo sich Schafe wälzen, tags bei Sonnenaufgang ran. Jens Dix, bitte. Ja, Hermann Beckfeld hat vorhin erwähnt, dass ich
gelegentlich Literaturkritiken geschrieben habe und relativ bescheidene Mengen an Leserpost bekommen habe. Nachdem ich meine erste Gartenkolumne geschrieben habe, hatte ich 20 Leserbriefe. Und so zieht sich das eigentlich seit 10 Jahren regelmäßig durch. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Brief. Merkt dabei, dass Gärtner friedliche, humorvolle, verständnisvolle und vor allen Dingen sehr aufgeweckte Zeitgenossen sind. Manchmal bekommt man aber eben auch Schimpfe und das war das Vorspiel zu der folgenden Kolumne, denn ich hatte unbedachterweise das Wort Unkraut verwandt. Da gab es Protestschreiben. Meine Antwort darauf heißt, Unkraut bleibt Unkraut und Dummkraut bleibt Dummkraut. Plage und Nutzen des Jätens. Merkwürdig ist ja doch, was einem beim Unkrautjäten alles so durch den Kopf geht. Ich habe ja schon große Schwierigkeiten mit dem Wort jäten. Als Kind kam es mir antiquiert vor und war so gar nicht meine Welt. Heute habe ich eher etwas dagegen, dass es so klingt wie jäh. Was für eine üble Täuschung. Denn das Unkrautzupfen mag zwar bei jedem einzelnen Pflänzchen ruckzuck gehen, insgesamt dauert das Jätten im Garten für meinen Geschmack aber immer viel zu lang. Wobei man ja gar nicht mehr Unkraut sagen soll, aber ist das nicht auch so ein Wortwunderglaube, der meint, bloß weil ich statt Unkraut Wildkräuter sage, hätte ich das doofe Zeug von Brennnessel und Löwenzahn bis Ackerschachtelhalm und Schöllkraut gleich in mein Herz geschlossen oder gar unschädlich gemacht? Nein. Ich bestehe darauf, in meinem Garten weiter Unkraut zu sagen, denn ich habe die Dinger gar nicht in mein Herz geschlossen. Im Gegenteil. Gut. Sie lassen den Komposthaufen in ungeahnte Höhen wachsen. Damit ist aber auch schon alles Gute über diese Pflanzen gesagt, die ich in meinem Garten einfach nicht haben will. Sobald sie ihn verlassen, nenne ich sie sofort und liebend gern Wildkräuter, denn dann sind sie ja in freier Wildbahn. Sollen sie sich doch trollen und jenseits der Hecken wild wuchern, wie sie wollen. Okay. Unkraut ist sachlich nicht ganz richtig, denn es sind ja Kräuter. Dann sage ich eben Doofkraut oder Dummkraut. Aber viel mehr beschäftigt mich bei diesem ins Kraut schießenden Zeugs, dass es, egal worum es sich dabei im Einzelnen handelt, immer schneller wächst als all die schönen Dinge, die man im Garten absichts- und liebevoll anzubauen pflegt und hegt. Ja, wachsen dem Spitzwegerich denn Wunderkräfte, dass er schneller da ist als der Neuseeländer Spinat? Wie kriegt es denn die Ackerwinde hin, dass sie den Holunder schneller eingewickelt hat, als er reifen kann? Tja, das sind wahrscheinlich die Gene, sagt man sich, und jätet weiter, auch wenn einem das nun wiederum nicht so sehr in den Genen liegt. Dafür spürt man es dann woanders. Nach einer Weile streckt man den Rücken und die eingerasteten Knie, und ich blicke dann oft halb stolz in den Himmel. Ich glaube nämlich, von da oben guckt meine Oma Lisbeth zu, die früher in unserem Garten geschuftet hat. Na Oma, sage ich dann, ich bin fast durch. Die Oma, glaube ich, nickt dann mal wissend. Und manchmal meine ich auch, ich könnte sie seufzen hören mit den Worten, die ich oft von ihr gehört habe, aber erst im Garten so richtig verstehe. Ach Jung, hat sie immer gesagt, Unkraut vergeht nicht. Gärtnern, lerne ich daraus, heißt eben auch, sich beinahe täglich mit der Unendlichkeit auseinanderzusetzen. Und in der Endlichkeit auch einen gewissen Trost zu sehen, zumindest beim Unkrautjäten. Ja, jetzt Texel sprach von der. Können Sie sich vorstellen, etwas gemeinsam zu unternehmen? Also ich habe Ihr Buch gelesen und dann, dass wir das kombinieren und das ist dann letztlich als Experiment ein erstes Mal in der Buchhandlung Boost gestartet und ja, dann waren wir mittlerweile auch schon dreimal da und das war eigentlich der Anfang, der Ursprung dieses gemeinsamen landwirtschaftlichen Feuilletons. Das Zauberhafte ist, es gibt die Buchhandlung immer noch. Das wäre meine Frage gewesen. Das Experiment lebt sehr gut, wie wir heute gehört haben, bewundert haben, aber die Buchhandlung gibt es auch noch sehr gut. Ja. Du hast ja auch eine grüne Vergangenheit, ja? Die musst du auch mal kundtun. Du wolltest ja eigentlich was anderes werden, als das du jetzt bist, was ich nicht sagen darf.
Nein, ich sollte immer Förster werden. Wir haben ganz, ganz viele Förster in der Familie. Mein Vater, mein Großvater, mein Bruder, meine Onkel. Und ich habe dann nach dem Zivildienst im Krankenhaus, in der Pflege, habe ich dann ein Forstpraktikum ein Jahr im Busch, im Wald verbracht und habe da auch sehr viel gelesen und so das ein oder andere auch erschaffen. Und so ist das eigentlich. Ich bin im Grünen aufgewachsen an der Ems und das hat mich vielleicht ein bisschen geprägt für diese Dinge. Und es hat ja auch letztlich nichts mit dem jetzigen Beruf zu tun, den ich gerne ausübe. Deine Kolumne, erntest du den Stoff nur aus deinem Garten? Du hast ja einen großen Garten. Oder wie kommst du an die Inhalte? Das sind im Wesentlichen zwei Quellen. Tatsächlich ist es so, dass ich über Jahre hinweg einen Trost darin gefunden habe, dass ich tatsächlich nur einmal eine Stunde in den Garten gehen musste und ich hatte ein Thema für eine Kolumne. Das ist, wenn man die Augen offen hält, wenn man riecht, wenn man guckt, was alles sich verändert, es wird einem das Thema sofort geschenkt. Das zweite ist, was ich gerade schon erwähnt habe, es gibt eine sehr aktive Leserschar, die mich immer wieder mit Ratschlägen, mit Kritik, mit allem Möglichen versorgt, auch mit Aufmunterung, das tut sehr gut, muss ich gestehen. Das ist wirklich eine Quelle, also morgen erscheint eine Kolumne, die hat zu 3/4 ein Leser geschrieben, das ist sehr praktisch. Ich bin mal auf den Kürzel unter dem Artikel gespannt. Okay, Hubertus. Du dichtest zwischen, wenn ich das mal so sagen darf, heute konnte ich es noch mehr genießen, weil ich nicht auf der Bühne war, zwischen Genie, Wahnsinn und Humor, das rinnt im Wind, muss man erstmal darauf kommen. Ja. Wie gehst du vor, bis der Reim oder der Limerick hinterher für dich, ich glaube, du bist ja auch Perfektionist, das merkt man im Ausdruck, in der Sprache, wie gehst du vor, dass du endlich dann zufrieden bist? Ja, eine Idee wird gefunden, gesammelt, gelesen. Ich habe ja auch eine Wörtersammlung, die wir im sonstigen Programm immer dann auch teilweise präsentieren. Also ich sammle Wörter, Begriffe oder es gibt Situationen oder ich lese was in der Zeitung und wie ich schon sagte, als ich von der Schulverweigerungsambulanz gehört habe, dann fiel mir das so über die Baumschulen ein. Ich kenne Baumschulen, ich kenne mich im Wald aus und ja, und dann geht es los, dann kommt der Gedanke, die Idee, der Witz. Manchmal, also ich bin überwiegend humoristisch, glaube ich, unterwegs, aber es gibt auch ganz andere Dichtungen, nicht so viel. Und dann ist die Frage, wird es ein Fünfzeiler, wird es ein Limerick oder wird es etwas Längeres? Es ist, der Reim fasziniert mich. Ich dichte also so laut vor mich hin, ganz klar, und ich lese das, was ich dann schreibe und so ergibt das eine auf das andere und manchmal weiß ich am Anfang noch nicht, wo ich am Ende bin, aber manchmal weiß ich auch das schon vorher.